Boah, zum Glück. So, jetzt muss ich Kassia wieder hochheilen. Halt. Erstmal gehe ich an den Hebel. Dann wird Kassia hochgeheilt. Ach, Herr Jemine. Das dauert hier, ja. Das ist ja eine ziemlich lange Map. Och nö, ne? Jetzt muss ich da wieder alle... Das ist ja anstrengend. Okay, gut. Dann hebeln wir mal hier die Hebel. Die sind noch nicht irgendwie farblich markiert oder irgendwas. Ich sehe da auch nichts. Okay. Ah, jetzt läuft's ja. So. Jetzt muss man nur zusehen, dass man nicht irgendwo auf Null fällt. Ja, sinnvolle Sachen tun. Heilen! Heilen ist total sinnvoll. Klack. Sehr schön. Genau. Also die astrale Regeneration scheint sehr wichtig zu sein. Die muss ich auch dringend bei Zurbaran erhöhen. Auch wenn er ein Kleid trägt, er sollte eine astrale Regeneration beherrschen. Prima. So, jetzt kann ich nächste Runde das Ding zertrümmern. Die können schon mal in den Hebeln rumzuppeln. Mal gucken, was passiert. Mal weiter, patatatap. Bei der Karte unten gucken. Ja, okay, hier ist jetzt offen. Puh, meine Güte. Ist das aufregend. Dann kann sie eben mal Takate heilen. Aber heute haben wir mal gelernt, wozu man Heilzauber braucht. Ja, hört auf da oben. Ich muss jetzt Vasen zerhauen. Darf ich bitte? Komm. Klick. Hoffentlich geht das jetzt mit einem Schlag kaputt. Ja. Ich sehe uns nicht fallen. Ihr würdet uns doch nicht anlügen, Adamant. Sie ist wahnsinnig. Ja, ist sie. Er ist schutzlos. Ist er das? Eigentlich hatte er noch ein paar Kristalle. Ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt so schutzlos ist. Ich kann es ja mal ausprobieren. Mal gucken. Switch. Verschwende ich jetzt... Ach, bei ihr ist das eigentlich egal. Die hat genug. Nee, ich heile lieber nochmal den Onkel hier. Was ist er denn? Bevor ich jetzt... Wir gehen mal auf Nummer sicher. Ich möchte jetzt ungern, dass einer meiner Leute stirbt. Deswegen heile ich die erstmal ganz hoch. Oder zumindest so in den 50er-Bereich. Dann mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen um meine Kameraden. Okay, Sandhexi... Er ist mit seinen Astralpunkten am Ende. Mal gucken, ob der gleich wieder steigt. Aber ich denke mal, ich muss alle Kristalle zerhauen. Es wird wohl nicht reichen, nur drei von den Dingern zu zerdeppern. Ne, er ist auch schon wieder voll mit den Lebenspunkten. Also kann ich mein Heilspiel einfach weiter fortführen.
Zurbaran hat nichts am Gürtel. Nee, dann macht Zurbaran jetzt einfach mal gar nichts. Der kann hier mal im Stock ein bisschen pieksen. Das bringt, glaube ich, nichts. Oh, 6 Schadenspunkte. Heidewitzka. Und Madame... Ach, die macht nichts. Was soll das? Das ist alles ein bisschen sinnlos, da jetzt was zu machen. Genau, jetzt kann ich nämlich gleich nochmal den Hebel betätigen, dann sollten die Dinger runtergehen. Dann kann ich den Kristall dort runter machen. Das war hier, glaube ich. Mal bei Takate gucken. Ja, zum Glück. Okay. Ja, das ist eine etwas nervige Angelegenheit hier. Wenn man das vorher weiß, dann kann man da, glaube ich, ein bisschen klüger agieren. Wie sieht es mit den Lebenspunkten aus? Cassia soll ja nicht ihre Astralpunkte hier einfach nur so sinnlos horten. So. Ja, also Balsam Salabunde hat sich in dieser Runde echt bewährt. Ja. Ist ja gut. Wir wissen alle, dass du ganz toll zaubern kannst. Ja. Na gut, dann üben wir nochmal weiter den Stockkampf ein bisschen, weil wir ja nichts Besseres zu tun haben. Jetzt hätte ich mit... Ach, naja. Ich kann noch ein bisschen auf die Sandhexe schießen, fällt mir gerade ein. Aber ich kann hier schon mal Kristalle stopfen. Takate will ich mit den Astralpunkten erstmal hoch haben. Der hat noch 48 Lebenspunkte, das reicht mir eigentlich. Dann kann sie eigentlich mal hier so ein bisschen Feuerbällchen verteilen. Ja. Der beschwört sowieso eine neue, wenn die weg ist, aber ist ja egal. Ach, und der heilt die eh hoch. Naja. Komm, jetzt mach bitte dieses Ding kaputt. Dankeschön. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich dazwischen gleich die Dinger runterkriege. Ich betätige mal hier den Hebel. Mal gucken. Ah, hervorragend. Gucke mal. Dann habe ich hier gleich den letzten Kristall. Und dann sollte eigentlich dieser widerliche Kadaver von Magier dann mal langsam kaputt gehen. Hm? Nee, nicht Balsam. Hier, da hast du was zu tun. Da kannst du deine Sandhexe heilen. Tudum. So, auf schön da stehen bleiben und jetzt einen Hebel betätigen. Das wäre das Klügste, glaube ich. Ach komm. Ich mag Feuerbälle. Dann ist die nämlich vielleicht, wenn ich Glück habe, gleich weg. Und er regeneriert keine Astralpunkte mehr im laufenden Bande. Dann kann ich den endlich mal bekämpfen. Bei der Gelegenheit kann Zurbaran auch mal so ein Gerät verschießen. So, dann ist die erstmal weg. Mal gucken, wie lange. Hm? Melodie. Hebel. Warum läuft er jetzt nur bis dahin? Da will ich dich hin haben. Jawohl. Sehr schön. Na gut, dann abwarten und Tee trinken. Nee. Scheiß auf abwarten. Der kriegt erstmal jetzt hier einen Feuerball an Schädel. Ich hoffe mal, er regeneriert sich jetzt nicht gleich wieder komplett hoch. Dann war ich nämlich ein wenig zu voreilig. Hat sich ordentlich hochgeheilt.
hatte gerade wieder eine Sande. Blöder Mist. Ganz blöder Mist. Jetzt kann ich rundenlang nichts tun. Und der geht wieder nach oben. Das ist witzig. Die Sandhexe beherrscht Takate. Und Takate greift die Sandhexe unter ihrer Kontrolle an. Das mag ich. Das ist wie mit den Kronleuchtern damals. Oh. Ich muss mal wieder heilen. Kann man auch sich selber heilen? Jo. Das wusste ich gerade nicht, aber das ist doch ganz gut. Okay. Jawohl, jetzt ist Takate wieder kampfbereit. Dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt schaffe. Nee, dann sammle ich mal lieber noch ein bisschen Astralpunkte. Mach erstmal nichts. So, Typ, mach die Dinger kaputt. Das dauert 2 Runden, das habe ich ja schon gelernt. Oh. So, jetzt aber. Okay, das ist erfreulich. Die Melodie spielen nützt mir, glaube ich, nur etwas, wenn ich, wenn die Sandhexe im Bannkreis steht. Das hatte ich ja irgendwo von der Gefangenen oder so gelernt. So, jetzt aber. Komm. Jetzt wird er runtergefeuert bald. Hoffentlich. Ach, der hat gar keine, keine Ausdauer mehr. Er wurde auch ständig von den... Hat ja auch ständig Ausdauer minus bekommen, ich erinnere mich. Und Mr. Magier versucht abzuhauen. Mhm. Wohin will er denn? Gibt doch hier nichts. Wer weiß, vielleicht kann er seine Kristalle wieder zusammenbauen oder so. Ich glaube... Ich glaube, Cassia sollte eben mal einen Schluck aus ihrem Gürtel nehmen. Was ist das denn eigentlich? Achso, das macht hier plus 2 auf Astrale in der Regeneration. Der kann nichts Kluges machen, dann kann ich auch einfach ein bisschen weiter ihm entgegenlaufen. Ich weiß nicht, was er da tut. Ich glaube, er heilt sich. Und die Sandhexe hat Takate verschluckt. Unter den Rock gesteckt. Alter, der frisst den Schaden so weg. Der hat gerade mal 10 Lebenspunkte verloren. Andere verlieren dabei 26. Takate hat kaum noch Astralenergie. Ich muss diesen Magierfuzzi weghaben, das nervt mich hart ab, dass der noch lebt. Aber ich kann hier keine großen Zauber bewirken, der hat wahrscheinlich einen guten Flammenschutz. 8 Schadenspunkte, das hat mich 15, 16 Astralpunkte gekostet, das war ein bisschen heftig. Also sollte ich die Astrale, die Kampfzauber vielleicht doch auf die Sandhexe konzentrieren. Und mit Takate bekämpfen hier. Tja, das ist alles gar nicht so gut.
Dann geh du mal dahin. Dann muss ich mit dem Stock auf ihn einhauen. Ach, der kommt nicht so weit. Okay, dann nicht. Jetzt ist Takate wieder auf 16 runter. Das ist ganz, ganz schlecht. Da hilft nichts. Da muss ich hier heilen. Also gut. Tja, dann mal langsam mit dem Knüppel runtergeknüppelt. Hilft ja alles nichts, ne? Die Sandhexe ist noch gut dabei. Ich flieh mal mit Cassian. Ich weiche aus, meine ich. Ich glaube aber, ich habe nichts, was ich da Sinnvolles draufwerfen kann. Ich kann Fulminictus auf ihn werfen. Mach das einfach mal. Na, 7 Schaden gemacht. Das ist doch in Ordnung. Hat er sich schon wieder geheilt, der Blödmann? Oh, der heilt sich die ganze Zeit. Der darf einfach mal nicht so viel astrale Energie regenerieren, finde ich. Tja, die Sandhexe nervt schon ganz schön sehr. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber anders geht's gerade nicht. Der hat einfach zu viel Astralenergie noch, die ich nicht wegbekomme. Man dreht sich hier irgendwie doch im Kreis. Das Einzige, wo ich ein bisschen vorankomme, ist bei der Sandhexe. Und die 10 Schaden, die ich ihm hier abziehe. Das sind 13 Schaden, mache ich. Ne, stimmt gar nicht. Das waren jetzt 15. Jetzt hat er sich einen Doppelgänger gebastelt. Oh, und Cassia ist wieder verschluckt. Na toll. Ja, es tut mir leid. Ich wollte das Video nicht so lang werden lassen. Aber da rechnet ja keiner mit, dass man hier noch so einen 100-Jahre-Kampf führen muss. Jetzt treffe ich den hier überhaupt nicht. Oh, und der heilt sich hoch und heilt sich hoch. Oh, so ein Käse. Ich weiß nicht, wie ich den wegmachen soll. Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal einen Fulminictus auf die Sandhexe, die nervt mich so sehr. Dann ist die schon mal weg. Und dann müsste Cassia auch wieder kommen. Ja, das ist erfreulich. Nee. Geh du mal hier hin, Mädchen. So, und dann aber jetzt aber mal weiter hier. Siehste, habe ich getroffen. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich habe meinen Kumpel tot machen lassen. Kann ich den heilen? Nee. Scheiße. Mein einzig guter Kämpfer ist gestorben. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Mal den Donnerkeil auf den Blödmann hier werfen. Ach herrje. Obermist. Tja, und ich kann ihn nicht heilen. Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann kann ich ihn halt echt nur knüppeln. Das wird noch eine Weile dauern. Ja, klar, natürlich. Piekst noch mal rauf. Einfach noch mal in den Toten reingestochen. Das ist nicht nett. Nicht nett.
Der muss doch mal irgendwann tot zu kriegen sein hier. Und wieder 10 Lebenspunkte regeneriert. Viel mehr kann ich dem noch nicht wegnehmen. Drei. 7 Lebenspunkte. Und jetzt wieder hochgeheilt. Oh Mann, wo holt er denn seine astrale Energie her? Habe ich irgendwas zum Schwächen? Was kann ich denn hier mal machen? Schwächung habe ich nix. Ich kann echt nur hier mit meinen Mini-Zaubern auf den draufhauen. Hat er was zum Schwächen? Ich kann nur einen Blitzdichtfind machen. Ich weiß nicht, ob das was nützt. Ich mach das mal. Keine Astralschwächungszauber. Ich gehe da mit Cassia hier hin. Oh, guck mal, 2 Schaden gemacht. Ich muss mit Cassia sparen und auf die großen Zauber. Das bringt mir ja nichts. Hat er schon wieder so viel regeneriert? Ich krieg den nicht kaputt. Das kann ich vergessen. Ich bin ein bisschen genervt, muss ich sagen. Also das gefällt mir hier gar nicht, das Level. Also mit Nachdenken arbeiten und hier mit den Gittern hoch und runter schieben, das finde ich ja in Ordnung. Aber das hier nervt mich jetzt wirklich sehr. Da habe ich keine Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man so vor so einem Gegner steht, den man dann einfach nicht kaputt kriegt, nee, das ist Knete. Das, auch wenn ich vielleicht so doof bin und das an mir liegt, das möchte ich mal gar nicht in Frage stellen, finde ich das einfach schwach. Da ist dann irgendwie der Spielspaß bei mir recht schnell weg. Aber so eine geringe Chance, den kaputt zu kriegen, besteht ja. Wenn er sich gleich nicht wieder mit irgendwie 20 Punkten hochheilt. ...36-prozentige Trefferchance. Ja, das ist natürlich nicht so doll. Dann kann ich wieder nichts machen die nächsten Runden. Ja, Cassia trifft natürlich mit ihren 2 Schadenspunkten. Das ist ja erstaunlich. Was hat er jetzt gemacht? 10 Lebenspunkte regeneriert. Das ist ja schön. Da gucke ich doch mal, was wir da noch auf Tasche haben. Switch. 7 Schadenspunkte. Ja, so rein rechnerisch müsste ich den dann in 2 bis 3 Jahren erledigt haben. Schon wieder 10 Lebenspunkte regeneriert. Der kostet 10. Der kostet 6. Und kostet 10. 13. 11. Sechs Schadenspunkte, naja. Ja, die 10, die ich in dieser Runde abgezogen habe, hat er auch mal spontan regeneriert. Schön! So, wie viel macht der denn real? Der macht 5.
Hat er gerade 21 Lebenspunkte regeneriert? Ich glaube, das führt hier zu nichts. Ich komme hier nicht weiter. Ich dachte, das läuft jetzt, aber das tut es nicht. Ich kann ihn nur weiter stupfen. Cassia muss sich erstmal nächste Runde selber heilen. Und er hat schon wieder 10 Lebenspunkte dazu gewonnen. Tja. Das nützt mir hier alles nichts. Und wieder 10 Lebenspunkte. Och Leute, echt, das taugt doch hier nix. Das ist doch echt Knete. Ich spare jetzt ein bisschen Astralpunkte zusammen, deswegen haue ich nur. Und nochmal 10 Lebenspunkte. In der Hoffnung, dass ich dann einfach in einer Runde so richtig Schaden verteile, aber das ist es irgendwie auch nicht, denn der heilt sich gerade ganz munter hoch. Und so viel Schadenspunkte, wie der sich heilt, kann ich nicht machen. Weil meine Jungs hier, Jungs und Mädels, einfach mal schlecht sind. Na, das waren 7. Und dann kann ich in dieser Runde nochmal weitere... Entschuldigung. Ja, das waren jetzt 15 und er heilt 10. Ne, und jetzt brauche ich wieder 12 Runden, um das zu schaffen. Das führt mich nicht weiter. Ach, einen Feuerball wollte ich gar nicht nehmen. Ja, und schon kann ich wieder nichts mehr machen. Der heilt jetzt wieder. Zack, wieder 10 Lebenspunkte hoch. Ich kann jetzt 2 Runden nicht zaubern. Kriegt immer noch seine Kraft aus dem Dingsbums da. Ich will mal eben noch was versuchen. Ich werde das Spiel gleich neu starten. Weil ich gewinne hier nicht. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich hier die Melodie da bespiele. Ich vermute mal nichts Tolles. Auch nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Also das, die Runde kann ich nicht mehr gewinnen. Das bringt einfach nichts. Das sind Noten. Das muss die Melodie sein, die Adamants Sand bändigt. Ja. Okay, gut. Das hat mir nichts genützt. Ich guck mal, wie ich hier rauskomme. Schade. Hat mir keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich gestehen. War sehr frustrierend. Vor allen Dingen jetzt dieses ewige Draufgekloppe. Escape muss ich, glaube ich, drücken. So. Erneut versuchen. Ich möchte den Kampf wirklich wiederholen, ja. Okay, also das hat nichts gebracht. Da kommen wir nicht weiter. Und deswegen würde ich jetzt vorschlagen... Oh ja, 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 den Text kennen wir doch schon. Stein und Sand konnte der große Künstler zum Leben erwecken. Aber die versteinerte Meisterschöpferin Nermaka konnte er nicht zurückverwandeln. Seit Jahren suchte er fieberhaft nach einem Weg, seine Meisterin zu wecken. Aber es blieb vergeblich. Ja, genau. Also was ich sagen wollte, ich mache eine neue Aufnahme und versuche dann diese Runde halt eben nochmal. Diesmal, die Überlegung können wir dann das nächste Mal treffen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es so lange war. Ich teile es wieder in 2 Videos auf. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt etwas frustriert war zum Ende. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Aber das lag alles an Adamant. Das ist nämlich ein blöder Pupsarsch. So, voll gemein.